Hallo, in diesem Video werden wir uns heute anschauen, was Schleifen beim Programm sind. Schleifen sind kleine Wiederholungen, wenn man bestimmte Kommandozeilen hat, die sich immer wieder und immer wieder wiederholen, wie zum Beispiel bei uns war das das Blinken in dem ersten Programm, dann kann man das auch in eine Schleife einbauen, damit man eben nicht dreimal genau das Gleiche schreibt, sondern nur einmal und einfach dem Programm sagt, wiederhol das bitte jetzt dreimal. Es gibt prinzipiell zwei verschiedene Schleifen. Die eine Schleife zählt hoch oder runter eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen. Die andere Schleife ist etwas freier, da wird es immer wieder überprüft, ob sie aus der Schleife rauskommt oder nicht. Heute schauen wir uns doch mal zuerst die erste, die einfachere Schleife an und wie sie aufgebaut ist. Als erstes möchte ich Ihnen zeigen, wie das im Allgemeinen funktioniert, wie die Struktur von so einer Vorschleife, nennt man die, überhaupt aussieht. Die sieht folgenderweise aus. Ich schreibe einfach for i ist gleich 0, Semikolon, i kleiner 10, Semikolon, i plus plus. Irgendwann kommt meine geschweifte Klammer auf. Hier passiert jetzt eben irgendetwas in dieser Schleife drin und irgendwann ist sie auch zu Ende. Das hier nennt man auch den Körper der Schleife oder den Body. Und dort sind eben die Kommandos, die wiederholt werden sollen. Die werden genau normal wiederholt, eins nach dem anderen. Aber statt weiter mit dem Programm weiterzumachen nach dieser Schleife, wird es nochmal gesprungen mit einem anderen Wert von der Schleifenvariable. Die Schleifenvariable ist diese hier. Die kontrolliert, wann die Schleife, wie oft die Schleife überhaupt wiederholt werden sollte und wann es jetzt vorbei ist und mit dem normalen Programm weitergemacht werden kann. Wo ist das normale Programm? Das ist irgendwo hier vor der Schleife und auch nach der Schleife geht es eben weiter. Wie funktioniert das im Allgemeinen? Hier werden die Kommandos eins nach dem anderen ausgeführt, bis man eben zu dieser Zeile mit der Vorschleife kommt. Hier passiert jetzt ein bisschen was anderes. Hier werden zwar die einzelnen Kommandos drin erstmal ausgeführt, danach aber nicht direkt weitergemacht mit dem Programm, was hinter der geschweiften Klammer kommt, sondern zuerst überprüft, ob die Bedingung zum Raussprung, also ob dieses i kleiner 10, das ist unsere Bedingung, wie lange sie überhaupt laufen soll, ob die jetzt erfüllt ist oder nicht. Und wenn nicht, dann springt das Programm eben von hier wieder zum Anfang der Schleife. In unserem Beispiel haben wir uns so gebaut, dass die Schleife genau 10 Mal wiederholt wird. Warum? Weil i bei 0 anfängt und bei i größer 10, das wäre das hier, springt sie bereits raus. Das heißt, sie wird genau dann ausgeführt, wenn i die Werte von 0 bis 9 eingibt. Und das sind genau 10 Mal. Das heißt, das hier wird genau 10 Mal ausgeführt und erst danach machen wir mit dem Programm hier unten auch weiter. Also das kommt als erstes, das kommt als zweites und das kommt als drittes. Natürlich sollten wir diese Variable, das wissen wir bereits, auch irgendwann definieren und den ersten Wert haben wir hier bereits zugewiesen. Das heißt, irgendwo hier oben sollte auch ein int i stehen. In diesem Fall kann man sich diese Variable auch wirklich direkt davor definieren. Die braucht man wahrscheinlich meistens nur in dieser Schleife drin. Das heißt, man muss sie nicht global definieren, also außerhalb von Setup und von der Loop-Funktion. Dann schauen wir uns doch noch mal ein bisschen genauer an, was in dieser Zeile hier vor int i gleich 0, i kleiner 10, i plus plus überhaupt passiert. Ich definiere hier drei Bedingungen. Wie soll die Schleifenvariable initialisiert werden, i gleich 0? Wie soll die Bedingung aussehen zum Raussprung, i ist kleiner 10? Und die dritte ist i plus plus, wie soll diese Variable hoch und runter gezählt werden? In unserem Beispiel ist es ganz einfach, so behalten wir es auch erstmal und meistens benutzt man sie auch nur so, dass bei jeder durchlaufenden Schleife drin wird diese Variable genau um 1 einfach hochgezählt, automatisch. Das müssen Sie nicht im Körper der Schleife selbst machen, dafür sorgt das Programm selbst, der Compiler selbst, dass es hochgezählt wird. Deswegen ist auch diese Schleife relativ einfach zu benutzen, man muss nicht viel groß beachten und die Bedingung zum Raussprung ist klar und deutlich definiert und es gibt nicht die Möglichkeit, dass das Programm drin stecken bleibt. Das gucken wir uns bei der nächsten Schleife nochmal ganz genau an.